Na du Hobbit, ich hab keinen Plan, ob du einreichst. Doch wenn ja, zeig dein Rap aus der Steinzeit. Bitte halt's doch ein und wein doch auf Zeit gleich. Hörst du meine Tracks, denkst du, wie kann man nur so geil sein? Hier ist kein Platz für Kinder, also verzieh dich, Kid. Wieso dich keiner mag? Weil du wirklich hässlich bist. Warum dich keiner hört? Na, weil du wirklich dreckig klingst. Rap ist dein Leben und dieses Leben fick ich. Was ist das denn? Frag doch deine Mutter mal. Da sind ja Haare dran, sieht aus wie ein Muttermal. Oder wie ein Kaugummi von vor 100 Jahren. Kratz das mal ab, dann hast du was zu futtern, Mann. Das hier ist dein Traum und dieser Traum platzt jetzt. Ich will nicht Habit, ich will Beavis and Butthead. Dir bringt auch kein Feature, was von dir ablenkt. Du bist der Loser, nimmst den Siegern den Platz weg. Ich bombardier dich wahllos, bis du es dann endlich kapierst. Ich schick dich weg in dein scheiß eigenes Rap-Battle-Turnier. Bitte schön und vielen Dank, dass du hier warst. Ja, wir wissen, du bist Boss auf deinem Spielplatz. Halt die Fresse, wenn du mich jetzt hier rausschickst. Schick ich dich und deine Gang samt nach Auschwitz. Halt die Fresse, weil du niemals live auftrittst. Die einen wollen dich nicht und die anderen ja auch nicht. Ich denke drüber nach, Digga, du erinnerst mich an Personen, die es wirklich gibt. Der Mischmann Daniel Kübelböck und ein Stück von Harry Potter. Hat man deine dumme Fresse doch sowieso schon gekontert. J.U.Z. gegen einen Meter Mann. Ich bin bereit für diese Runde und zerleg ihn penetrant. Du hältst dich für so super gut, doch Alter, schäm dich, Mann. Und Ramses, jetzt sei happy, hier ist dein Elefant. Streng dich an, Boy, du verpackst es in der Message. Der Fakt ist, dass du laberst, doch du hast ihn nicht zu melden. Ich bin anders, so selten, zwischen uns liegen Welten. Hör mir halt nicht zu, doch wen willst du denn dann battlen? Ich fänd es echt korrekt, wenn du jetzt hier antrittst. Doch rap nicht über Bitches, die du nicht abkriegst. Mit der Warze im Gesicht, Digga, klappt's nicht und jetzt wird's romantisch. Ey, you have it, ist das wirklich schön, was dir einfällt, dein eigenes Turnier. Ey, und dass du damit Preisgeld, doch mit deiner Mutter gibt's wahrscheinlich nur Krach, wenn sie rauskriegt, was du mit deinem Taschengeld machst. Ey, du Spaß, es ist echt ne grausame Welt, 18 zu sein, aber aussehen wie 11. Und wenn ich will, tja, dann wärst du schon schneller weg, dann hättest du keinen Punkt, außer dein Nutella-Fleck.